Willkommen bei Projekt 365. Heute ist mein Tag 318. Ich bin hier in Bern, in der Laube von Bern. Was heisst du heute mit dem Mike, mit dem Walsi, mit dem Grego, mit dem Krieger. Das ah, und du kennst den Houdini, nehme ich an? Ja. Yeah. Schon mal gehört? Ja. Weißt du, wie er richtig geheißen hat? Nein. Oscar Weiss. Ah, ja, aber das muss man auch nicht wissen. Er hat seinen Namen geklaut von einem französischen Zauberer, Robert Houdin. Und hat dann das so angepasst. Er war sehr fasziniert von Houdin und hat dann das als seinen Namen noch als Ini hinter dran. Auf jeden Fall habe ich da so ein paar Fotos von Houdini. Weil er am Posen ist. Da haben wir seine Familie. Wir haben ihn und seine Frau, Beth. Wir haben ihn, das ist eines der bekanntesten Fotos wahrscheinlich, wenn man aus der Kette rauskommt. Eines von seinen bekanntesten Poster. Wir gehen zurück zu seiner Familie. Und wir haben hier den Houdini, hier haben wir Beth, seine Frau, da ist sein Bruder. Sein Bruder hat noch eine Karte in der Hand. Zu der kommen wir nachher noch. Und da ist der Houdini. Und ich möchte, dass du dir irgendeine Karte denkst. Ja. Hast du dir irgendeine Karte denkst? Und kannst du es selber zeigen? Herzkönig. Herzkönig. Das ist witzig, weil wir gehen mal zurück zum Bruder vom Houdini. Ja. Das ist der Bruder. Und der Bruder vom Houdini hat die Karte da unten in der Hand. Jetzt suchen wir ein bisschen rein. Weiss nicht, ob ihr das seht auf der Kamera. Saubere Böte. Sehr geil. Sieht aus, als würde der Herzkönig haben. In diesem Foto. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich zeige es nochmal. Du hast es gesehen? Ja. Siehst du es? Kannst du schnell schauen? Ja. Kannst du die Kamera schnell ablegen und mögen? Siehst du es? Ist der Herzkönig, was so einer ist. Ja, aber nicht wahr. Verrückte Familie. Zeig mal. Ich kann eigentlich nur wieder mal mit meinem Telefon posen. Es ist so, ja, es ist so. Hey, danke euch fürs Zuschauen. Merci. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir fürs Zuschauen. Und bis morgen. Hure geil. Ja, einmal mehr Magie. Ich weiß nicht, wie es geht. Immer noch nicht. Unglaublich. Ich bin froh, habe ich meine Uhr wieder. Heute habe ich zufälligerweise einen Herr angetroffen, der Krieger, der jetzt nicht mehr da ist, den ich schon vor ein paar Wochen mal angetroffen habe. Und er ist die Partnerin mit mir. Ja. Und er ist, was ist passiert? Er ist eben nachher heimgekommen und hat gesagt, Krieger, es ist unglaublich, was mir jetzt passiert ist. Ich muss dir das erzählen. Und ich dachte, ja. Und dann hat er die Geschichte erzählt und ich habe immer noch gedacht, ich weiß nicht recht. Und dann haben wir dann das iPad genommen und haben die Filme angefangen. Und ich bin dann ziemlich begeistert und dachte, ja, es ist Magie. Und jetzt habe ich es gesehen. Und jetzt laufe ich zufälligerweise genau, wieder an. Genau, und ich bin wirklich recht begeistert. Perfekt.